Hallo und herzlich willkommen zur Kamera Romalden. Herzlich willkommen zurück zu Hausprojekt Teil 4. Leider im Dunkeln, es ist nämlich schon wieder abends. Ne? Wenn wir mal nach hinten schauen, könnt ihr sehen, hinter mir. Draußen ist noch nicht ganz so dunkel, hier drinnen schon. Ich habe ja auch ein Licht, da ist ein Licht. Wahrscheinlich so eine 40 oder 60 Watt. Kleber nicht. Könnt mal gucken, was passiert, wenn ich das Licht euch zeige. Ja, ich fokussiere tatsächlich so runter, dass ihr das lesen könnt. 40 Watt Glühbirne. Ja, jetzt kommt gleich hier wieder Licht. 40 Watt Glühbirne. Macht hier nicht wirklich hell. Und hier draußen im Flur, da haben wir überhaupt kein Licht. Ja, da geht jetzt wieder das Kameralicht an. Jedenfalls, wir haben heute mal probiert. Ne? Angefangen, da könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Da ist jetzt schon wieder, da geht schon wieder aus. Weil ich lasse jetzt ausgehen, dass es demnächst wieder gehen kann. Aber wir haben heute den Ofen angeschmissen, hat ein Momentchen gebraucht, bis das Kamin Durchzug hatte, weil alles echt kalt ist und feucht und nass und so weiter. Aber hat nicht großartig die Bude vollgequalmt, hat wie gesagt nur ein bisschen gebraucht, nur ganz langsam angebrannt. Und, aber jetzt hat es eigentlich ordentlich Zug, jetzt, ne, wo es warm ist. Ich denke einfach mal, dadurch, dass es ein relativ kleines Haus ist auch und damit ein relativ niedriges Kamin, gehört das einfach dazu, dass der Zug entsprechend gering ist und erst dann im Laufe der Zeit kommt, wenn der Ofen warm ist. Aber jetzt haben wir quasi zumindest das erste Mal angeheizt und ja, man merkt gleich, dass hier wärmer ist. Natürlich dauert es noch eine Weile, bis die Feuchtigkeit von den Wänden da deswegen verschwindet. Ich denke, da muss man noch einige Tage durchheizen, viele Tage. Aber zumindest ist mal ein Anfang getan, dass die Feuchtigkeit ein bisschen rauskommt aus dem Haus. Und jetzt kommt eine kleine Zeitraufaufnahme vom Brettchen wegmachen oben im oberen Flur. Viel Spaß damit. So, da sind wir wieder. Brettchen sind weg. Und ne, das kam dahinter wo? Tatsächlich eine Mauer, die noch unverputzt ist. Und hier lassen wir die Bretter dran machen. Ich wollte die Bretter eigentlich ganz wegmachen, aber die sind hier immer irgendwie an den... hier durch die Kanten sind die durchgetackert. Und dadurch kann man die irgendwie nicht richtig auseinander machen, weil es immer zwei Bretter zusammenhält. Und ja, entsprechend kann ich die nicht... Die Bretter konnte ich nicht ganz wegmachen. Ihr habt das gesehen. Sind immer so zwei, drei Stück. Sind zusammengeblieben. Ich weiß auch nicht, ob die vielleicht sogar verleimt wurden. Jedenfalls hält das wirklich sehr gut zusammen. Und ja, jetzt ist das weg. Und was jetzt als nächstes hier hinkommt, oder warum die Frage, warum habe ich hier die Brettchen weggemacht? Vorher war es schön, jetzt sind nicht mehr schön. Erstmal, mir gefällt das nicht so ganz mit der Brettchen. Ich finde, das ist so drückend und duster. Wenn hier na, der ganze Flur ist verbrettert. Ne? Hier haben wir Brett, dann ist hier ein bisschen alte Wand, dann ist hier wieder Brett und hier war alles Bretter. Ich finde das ein bisschen duster. Und der zweite Grund ist, da kommt der neue Sicherungskasten hin. Ihr seht das ja. Da ist der alte, der kann da nicht bleiben, das ist über dem Treppenaufgang. Der kann da nicht bleiben, wie gesagt, wir hatten ihn in der letzten, in der Labor-Folge habe ich gesagt, dass der Elektriker kommt. Und der war jetzt da und ja, hat im Grunde bestätigt, was ich schon dachte, dass das da nicht bleiben kann und dass es nicht möglich ist, da einen neuen Unterverteiler anzuklemmen. Weswegen, ja, jetzt hier dann neu hinkommt. Zuerst hatte ich gedacht, dass er neu hier reinkommt, in diesen Zwischenraum, der wäre super versteckt, da wäre gar kein Problem. Aber da ist hier 20 cm Wand hier. Und oben auf, auf dem Dachboden ist nochmal 30, 35 cm Wand. Das ist über einen halben Meter Mauer nach hier oben. Und ich dachte zuerst, dass es vielleicht einfach nur ein Hohlraum ein bisschen gefüllt, aber nein, das ist massiv. Und wenn ich da mit dem Kabel von oben reinkommen will, muss ich die ganze massive Mauer aufklopfen. Außerdem ist es ja hier ein bisschen beengt hier drin. Deswegen kommt der Kasten hier hin. Und zwar kommt er nicht hier hinten ins Eck, sondern er kommt hier vorne hin, weil ihr könnt hier sehen, hier sind die Ziegelsteine. Und wenn wir jetzt hier mal um die Ecke laufen, dann sehen wir hier, wenn wir beim Dachboden hochgehen, hier sind die Ziegelsteine, da ist quasi der Balken und hier geht es zum Dachboden. Und ich möchte natürlich, dass hier auf der anderen Seite der Mauer, hier auf dem Boden, da das Hauptkabel dann entsprechend neben dem Kasten runtergehen kann und die anderen Kabel auch. Das Hauptkabel muss in den Kasten unten rein. Das heißt, so, in den Kasten unten rein, das heißt, es kommt dann hier irgendwo runter
und macht dann unten einen Radius und geht in den Kasten rein. Irgendwie so. Und ja, wo wir bei Kasten sind, da ist es, das gute Stück, neuer Sicherungskasten. Hier, ne, da ist das APZ-Fenster drunter, was man mittlerweile braucht. Nur seit ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung, noch nicht so lange. Und ja, der kommt an die Wand. Den hat der Elektriker vorbeigebracht, den mache ich selber an die Wand fest. Und dann kommt der Elektriker und klemmt das alles um. Ja, schöner Kasten, aber sehr teurer Kasten. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, damit bedenken. Da gehören jetzt noch zwei FIs dazu und nur die SLS-Schalter, also Hauptschalter, Hauptsicherung unten und 16 Stück Sicherungsautomaten auch noch. Alles in allem für den Kasten. Könnt ihr mal in die Kommentare raten, was das ungefähr gekostet hat. Ja, gut. Jedenfalls dann ist die Elektrik komplett neu, dann ist nichts mehr von dem alten übrig. Und entsprechend macht das dann schon Sinn. Ne? Dann hat man hier das Ganze ein bisschen zukunftsgesichert. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt noch mache, ob ich noch was mache. Oder ob ich jetzt auch Feierabend mache. Na, ich könnte mal hier drin in dem Raum noch das Licht aufstellen und da hinten anfangen, die Wand wegzumachen. Oder aber ich reiße hier noch den Laminatboden raus. Wobei ich bin mir nicht so sicher, wenn ich hier Putz an die Wand mache, ob es nicht besser ist, wenn ich den Laminat hier oder PVC erst drinnen lasse. Dann mache ich die Holzbretter nicht voll und bin eh gespannt, was hier drunter vorkommt. Na, ihr könnt das sehen, das ist hier Laminat, der kommt definitiv raus. Beziehungsweise PVC, ich mag kein PVC. Und definitiv nicht in dem alten Haus. Der kommt raus, drunter ist ein bisschen so Spannplatte und ich nehme an, dass da drunter wiederum dann der alte Fußboden ist. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwo was sehen kann, wenn man hier so an der Kante guckt. Kann man nicht wirklich was sehen, da ist einfach nur eine Holzkante drunter. Aber wie gesagt, ich nehme an, dass da der alte Fußboden drunter ist und ich bezweifle, dass er noch zu retten ist. Also ich denke mal, da war jetzt so lange das Zeug drüber, ich denke mal, der ist ziemlich durchgemodelt, aber wir werden sehen. Und ansonsten, aber das bleibt vielleicht erstmal drin. So, ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier einfach mal angefangen und überall da, wo es leicht abging, einfach mal abgemacht. Das ist quasi so die Spur gefolgt, wo eben das letzten Endes feucht war. Ich weiß nicht, hier, das sieht auch noch so aus, als würde das gleich wegfallen. Ich habe, was sieht man dann? Da sieht man, dass das hier halt quasi Luft dahinter ist und dass es leicht weggeht. Das ist dann, das heißt, hier muss ich auch noch ein Stückchen weitermachen. Jedenfalls habe ich das mal so weggemacht, so was hier so leicht wegging. Hier sieht man hier rüber. Problem ist, hier zum Beispiel sieht man, dass hier ist Gips. Das ist gar kein, hier, da sieht man, da ist das Gips. Normalerweise ist es so ein bisschen so Putz, Kalk, Lehmmischung, die hier an der Decke ist und hier ist Gips. Also da sieht man, hier ist eine ziemlich große Fläche, die hat da schon mal jemand ausgebessert. Man hört das auch, das hört sich ganz anders an. Weiß ich nicht, ob ich das wegmachen soll, das ist natürlich wahnsinnig hart. Und ist oben an der Decke, aber andererseits gibt es an so einer alten Decke, ist nicht das Ideale. Da habe ich nach da hinten mich vorgearbeitet. Hier in der Ecke da geht auch so ein bisschen was weg. Hier unten da war auch eine komische Stelle. Hier, da war so rund ausgegipst, als wäre da mal irgendwie eine Aufputzsteckdose gesessen oder sowas. Sonst sehe ich jetzt hier aber keine Spuren davon. Und dann ist natürlich hier diese Ecke auch weggefallen. Die ist hier nach unten, da ist Gips. Da könnt ihr sehen, das ist auch wieder Gips.
Nach oben könnt ihr sehen, ist auch wieder Gips. Also an der Ecke ist wohl schon mal was entgegengekommen und das wurde dann halt einfach mit Gips gerichtet. Da könnt ihr auch hier durchsehen, da ist überall, das ist Gips, was hier drunter vorkommt. Das heißt, hier an der Ecke ist an einigen Stellen Gips und an anderen Stellen ist es lose. Ja, hier hätten wir auch noch eine Stelle, wo es ein bisschen entgegenkommen könnte. Es sieht auch fast aus wie Gips. Und dann bin ich mal quasi hier rüber gegangen am Kamin, habe einfach mal geguckt. Na, da haben die mit Zement zugemacht, was gar nicht gut ist, aber okay. Da wo das Loch war vom Kamin. Hier oben rum ist ein bisschen Gips. Das hier ist mein Kalkputz. Und ja, hier sieht man auch noch das originale Lehm. Man sieht hier auch ein bisschen die Musterung. Da waren so Blumen drauf gemalt ursprünglich mal. Und das war so hellblau. Und ja, da sieht man, da ist die Lehmwand drunter. Und das hier da dazwischen, das könnt ihr sehen, das ist eben diese Kalk-Lehm-Mischung oder sowas. Sehr merkwürdiger Putz. Fällt auch sehr leicht ab. Allerdings an den Stellen, an denen er gut hebt, zum Beispiel hier nach unten, könnt ihr sehen, das kriege ich jetzt hier wirklich nur schwer weg. Also das hält hier gut. Normalerweise hat sich das echt gut verbunden mit dem Lehm da hinten. Nur an manchen Stellen hat sich das gelöst. So, dann habe ich hier mal aufgeklopft. Mehr so aus Interesse. Da könnt ihr sehen, bis der Balken kommt. Das ist ja, 3-4 cm bestimmt. Hier könnt ihr sehen, ist eine alte Stromleitung. Das ist so ein ganz altes Metallleitungsteil. Hier oben auf dem Putz sieht man, da war auch mal aufputzende Leitung verlegt. Also nehme ich mal an, dass ganz früh hier in der Wand Stromleitung war, die irgendwo nach da drüben ging. Später wurde das hier auch Putz entlang verlegt. Und hier so, da kann man genau noch sehen, wie hier die Spur entlang folgt und quasi hier zu einem Licht ging. Irgendwann wurde das dann weggemacht und jetzt haben wir eben nur noch hier auf der anderen Seite das Licht. Und das ist definitiv noch in der Decke oder Wand. Da sieht man jetzt hier nichts. Wobei man natürlich sehen kann, hier vom Schattenwurf an diesem Balken, da wurde es schon sehr oft nachgebessert. Ich denke auch mal, wie sich es anhört, dass an einigen Stellen Gips drunter ist. Und ja, es hat ja jemand in den Kommentaren gesagt, dass ich doch den Balken freilegen könnte. Ne? Dann kriege ich ein bisschen mehr Kopfhöhe hier quasi und es sieht auch schön aus. Ich bin nicht immer so ein Fan von Balken freilegen, weil die sind dann so dus und drücken so. Es sei denn, man würde auch weiß streichen. Allerdings, wenn da tatsächlich hier noch tatsächlich so 2-3 cm hier nur Lehm ist, dann könnte man da ja noch ordentlich Kopfhöhe rauskriegen, dass ich hier besser dicht komme. Ihr seht das, ne? mit Kapuze stoße ich jetzt an. Und ja, nachdem das eh hier so eine Mischung ist aus Gips und diversen geflickten Putzsachen, wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, den Balken einfach freizulegen. So, hier drüben habe ich mal angefangen, da habe ich auch hier, da ging ein bisschen ab. Hier ging schon, hat es einen ganz Anfang schon einen Riss gehabt. Und hier könnt ihr sehen, da zieht sich so ein Riss einfach hier durch. Und da sieht man auch, dass hier schon mal mit Gips und auch mit Lehmputz repariert wurde mehrfach. Und das hier ist alles ein bisschen lose, da habe ich jetzt aber nicht weitergemacht, weil da geht es quasi, kommt gleich von oben direkt der ganze Sapper runter. Also nicht der ganze Sapper, sondern ganz viel staubiges Getreidezeug kommt da runter von oben. Deswegen lasse ich da mal die Finger von, aber ich nehme an, da fällt dann auch noch eine relativ große Platte weg. Dann habe ich hier in der Ecke geguckt, da fällt auch so ein bisschen, da ist es tatsächlich so runtergezogen und da ist auch ein bisschen weggefallen. Außerdem kann man hier sehen, da ist auch so ein Schlitz oder sowas. Da könnte es einfach auch mal irgendwie irgendwann mal ein Kabel verlegt, was sie dann wieder rausgemacht haben. Oder es ist einfach nur ein Riss. Wenn man jetzt hier so entlang klopft, dann kann man auch hier hören, dass in der Ecke schon diverse Stellen lose sind und vielleicht auch teilweise geflickt wurden. Und ja, da sind wir natürlich dann immer bei dem Thema, wie weit geht man quasi oder was macht man? Also ich setze mich mal hier auf den Boden. So, sind wir dann wieder bei dem Thema, ne? wie weit geht man, wie viel macht man? Ich meine, wenn wir das hier da drüben angucken, da könnte ich natürlich einfach nur das, was jetzt lose ist, weghauen. Irgendwie neuen Lehm-Kalkputz versuchen zu mischen und dahin zu machen. Oder nur mit Lehmputz versuchen, das zu verkleiden. Ich könnte versuchen, diese komplette Wand da drüben wegzumachen und ja, komplette Wand wegmachen und komplette Wand neu machen, wäre auch eine Variante. Ich könnte natürlich auch versuchen, das Ganze nur mit Kalkputz zuzuschmieren. Ich weiß es nicht. Kalkputz weiß ich immerhin, wie ich ihn anmachen muss, dass er vernünftig hebt. Aber ob das dann auf dem Lehm hebt, das ist so fraglich. Und die Frage natürlich bei der Decke ist auch, was mache ich mit der Decke? Ich denke mal nicht, dass ich die ganze Decke runterreißen. Das wäre ein Riesenaufwand. Ich gucke halt tatsächlich da, wo es lose ist. Da klopfe ich dann so weit weg, wie es lose ist und dann flicke ich das wieder. Ich meine, die Pfusch-Variante wäre wieder mit Gips zu flicken, so wie wir das bisher auch gemacht haben. Aber Gips in so einem alten Haus hat das nichts zu suchen. Das kommt da definitiv nicht an die Decke. Ist halt die Frage, ob ich auch tatsächlich versuche, so ein Kalk-Lehmputz-Gemisch hinzukriegen, wie die das früher hatten und das damit zu machen, oder ob ich versuche, das nur mit Lehmputz zu flicken, oder ich muss da noch ein bisschen rumexperimentieren, dann mal ein bisschen mehr Lehm besorgen und ein bisschen verschiedene Sachen anmischen und ausprobieren. Weil, ja, ich denke mal, letzten Endes läuft darauf hinaus, dass ich die Decke einfach abklopfe, gucke, wo es lose ist und dann da flicken werde, und bei den Wänden das Gleiche. Ne? Also wenn da irgendwo sich der Putz gelöst hat,
dann werde ich das einfach abklopfen und ja, normalerweise löst sich das ja auch nicht. Das ist halt nur hinten, da sieht man ja auch ganz deutlich, na, das ist da, wo der Feuchtigkeitseintritt eben von oben ist. Na, das hat sich hier so runtergefressen an der Wand entlang. Und ja, ich denke mal, daher kommt das. Die Ecken sind natürlich generell auch feuchte Stellen, da wenn der Raum jetzt nicht geheizt wird und nicht bewohnt wird, dann sind die Ecken einfach die feuchtesten Stellen. Deswegen hat es sich überall in den Ecken auch ein bisschen gelöst, nehme ich mal an, dass es daher kommt. Und natürlich sind die Ecken auch immer ein bisschen blöde Stellen, quasi zu verputzen, dass es wirklich hält. Deswegen, ja, da ist es auch so, dass die Tapete teilweise nicht ganz aufgeklebt ist, sondern ein bisschen um die Ecke quasi rumgelegt wurde und dann hat sie da ein bisschen Spalten, ne? Und dann kommt da Luft, ist da Luft hin, dann kommt da Feuchtigkeit hin und so. Deswegen, ich mache mir da keine so großen Sorgen, ne, dass da tatsächlich der Putz ein bisschen entgegenkommt, beziehungsweise der Kalkleben aufputzt. Ist halb so wild, die Wände dahinter sind alle solide, ne? Also das ist, bei der Decke ist es ein bisschen anders, wenn ich jetzt hier nochmal hier nach da oben gucke, bei der Decke ist es ein bisschen anders, ne? Hier ist so ein bisschen was rausgekommen, ne? was hier gewesen ist, da kann man hier sehen, da ist so ein bisschen, ne, was lose hängt, was wahrscheinlich noch mit runterkommt, was ich dann neu drauf machen muss. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich dann an den Stellen auch ein bisschen Maschendraht hin. Ich weiß nicht, warum das hier nicht gemacht wurde, hier wurde einfach nur so Latten entlang und dann wurde das hochgeklatscht hier mit dem Lehmputz und ja, bei uns ist es so im anderen Haus, dass da noch ein bisschen so Maschendrahtzaun, nicht Maschendrahtzaun, einfach nur leichter Maschendraht, so Hasengitter drüber ist. Und dann hält es natürlich viel besser, weil sie das festkrallen kann. Vielleicht mache ich das an den Stellen, wo es eben tatsächlich runterkommt, dann, dass ich da auch ein bisschen Maschendraht dran mache, mal gucken. Jedenfalls, ja, ne, da kommt das teilweise ein bisschen runter, ab hier an der Wand. Ich habe das hier alles abgeklopft, das ist alles wahnsinnig solide. Hier ist ein Stein drin zum Beispiel. Und man kann das auch sehen, da sind teilweise ziemlich lange Stroh-Dings drin. Es sieht man hier auch keine Balken durch, das heißt, das hier ist nicht das Gefache, sondern das ist auch schon ein Deckputz. Na, irgendwo dahinter sind die Balken, also die Mauer ist ziemlich dick. Das hier ist ein Deckputz und ich bin mal gespannt, vielleicht mache ich tatsächlich, wenn ich eine Vermutung habe, an welcher Stelle ein Balken ist, dass ich tatsächlich mal durchklopfe und ein bisschen was rausreiße und gucke, wie tief es quasi zum Balken geht, das würde mich interessieren. Aber ihr seht das, ne, auch wenn es hier teilweise wirklich große Risse reingekriegt hat, dies ist alles massiv, ne, das hält, das geht nirgendwo hin. Deswegen mache ich mir keine großen Sorgen, ne? Die Wände sind stabil, da ist nichts kompromittiert oder so. Das ist einfach nur der Deckputz, der hier halt durch die Feuchtigkeit sich gelöst hat. Und wie gesagt, ich muss mal gucken, wie ich das letzten Endes dann mache, dass ich das hier wieder zuschmiere. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit der Tapete mache, ob ich da dann was drüber klebe, ob ich versuche, die komplett wegzukriegen. Die löst sich ja schon ziemlich einfach ab. Am Ende wird das einfach nur gestrichen. Ich werde es wahrscheinlich, wenn ich es tapeziere, dann muss natürlich der ganze Raum tapeziert werden. Aber ich bin an sich gar kein so ein Fan von Tapete auf diesen alten Putz kleben. Ich weiß nicht, da habe ich immer so das Gefühl, das ist nicht die allerbeste Variante. Und deswegen, es wird einfach nur gestrichen. Und ich muss mal gucken, mit was. Natürlich eine durchlässige Farbe, Kalkfarbe oder sowas. Und ja, deswegen bin ich mir noch nicht sicher. Wenn ich das so mache, dass die Tapete halt so rausgerissen ist an manchen Stücken, dann sieht man das nachher. Wenn ich damit drüber streiche, dann sieht man das alles durch. Deswegen muss ich dann schon gucken, dass ich die Tapete entsprechend wegmache. Oder ich weiß es auch noch nicht so recht, wie ich das dann hinbekommen würde, dass es am Ende wieder schön aussieht. Aber es ist natürlich so, dass es immer fleckig sein wird. Na, die Wand, ich meine, wenn man es hier entlang guckt, man kann hier so ein bisschen die Schatten sehen. Na, die Wand ist uneben. Na, die Wand hat lauter Unebenheiten und Flecken und na, ihr seht das ja. Das ist hier so wellig auch. Und das bleibt auch immer. Und das ist auch, das finde ich nicht schlimm. Von daher, dass es hier so ein bisschen Flickenteppich wird, das ist halb so wild. Das darf man ruhig sehen. Oder wenn man hier so an der Decke entlang guckt, dann sieht man das auch. Ne? So, wenn man so entlang guckt, dass es eben sehr uneben ist. Das ist aber, wie gesagt, das ist halb so wild. Das ist ein altes Fachwerkhaus und da ist es einfach so. Ne? Das ist was anderes, wenn das ein Haus ist mit geraden, stabilen, gemauerten Wänden und sowas. Ne? Wie es jetzt hier draußen ist, so eine Wand hier zum Beispiel, die ist natürlich gerade. Ne? Die ist kerzengerade und wenn ich da jetzt hier einen neuen Putz drauf mache, versuche ich das auch halbwegs gerade hinzukriegen. Ne? Aber eben hier im alten Teil vom Haus da drüben, da ist das ganz normal. Da darf das auch so sein. Deswegen da mache ich mir nicht so viel Gedanken und ja, ich glaube, das war's aber für heute. Ich werde jetzt tatsächlich wieder rübergehen, weil es ist doch sehr duster und hier kann ich jetzt nicht mehr so viel weit machen. Wie gesagt, ich muss erstmal Experimente machen. Wie das denn insgesamt wird mit dem Putz. Na, ob ich das hier wieder so hinkriege, na, da kann man es ganz deutlich sehen. Hier, da kann man sehr gut durchgucken, dass quasi der Deckputz, ich weiß nicht, wenn ich hier mit der Kamera ganz dicht rangehe, ob ihr dann das sehen könnt, dass der Deckputz ist weiß, also Kalk. Er ist ein bisschen sandig, fühlt er sich an. Es ist definitiv Lehm drin, wenn man so braune Flecken sieht, es ist auch ganz feines Stroh drin. Also der Deckputz ist so eine Lehm-Kalk-Stroh-Sand-Mischung. Ob ich sowas wieder hinbekomme, na, die grauen Punkte, die da drin sind, das ist der Sand. Ne? Und das Weiße, was dazwischen ist, das ist der Kalk. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas wieder hinbekomme. Aber ich werde ein bisschen rumexperimentieren und dann das entsprechend die beste Variante verwenden, um das Ganze hier wieder zuzumachen.
Am Anfang hatte ich ja gedacht, dass ich vielleicht hier diese komplette Rückwand hier, den Deckputz wegmache und alles komplett nur mit reinem Lehm mache und dann vielleicht sogar eine Solasse mit irgendwas Ockerfarbigem oder so streiche. Aber mal gucken, ausprobieren. Ne? Das ist jetzt, komm als nächstes ran, bevor ich hier die ganze Wand wegreiße. Weil wie gesagt, ich bin ja hier mit dem Spachtel dran gegangen und das hält hier. Ne? Also das kriegt man schon weg. Wenn ich jetzt hier mit dem Spachtel aggressiv drunter fahre, kriege ich mit Sicherheit den Deckputz komplett runter. Aber der hält hier. Ne? Das ist wie gesagt nur an den manchen Stellen. Wenn ich jetzt hier so hingehe, ihr seht das, das hält, das fällt nicht weg. Und von daher denke ich mal, ist das Sinnvollste an sich, wenn ich das einfach flicke und nicht alles neu mache. Wäre natürlich schön, wenn ich das tatsächlich wieder so mit einem Kalk-Lehm-Gemisch hinbekommen würde, wie es original war. Aber das muss man dann sehen, das muss ich dann ausprobieren. So, jetzt laufe ich hier gerade mal ins Dunkle, um quasi den Videoteil zu beenden. Das Video ist natürlich noch nicht zu Ende. Ich denke mal, da kommt noch was. Nächstes Mal dann halt für den nächsten Tag, wo ich hier bin. Und ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir sehen uns quasi gleich wieder im Video und bis zum nächsten Mal. So, nächster Tag, da sind wir wieder zurück beim Haus. Ich muss die Kamera hochhalten und ich habe auch nicht viel Akku, deswegen muss ich gleich die Kamera einstecken. Allerdings wollte ich jetzt mal so ein bisschen quasi nur einen kurzen Überblick geben, was wir jetzt hier machen. Und zwar als allererstes werde ich hier Putz anmischen, genau. Da habe ich hier eine ganze Menge Zeug. Muss ich dann jetzt gleich mal auspacken und dann werde ich hier, da habe ich Sand, da habe ich Kalk, das geputzt. Das ist der erste Tat des Tages. Zweite Tat des Tages wird dann hier wieder ein Feuer reinmachen. Da nehme ich euch auch mal mit, na, das dürft ihr auch mal sehen, wie ich den Ofen einheize. Und dritte Tat des Tages ist oben im Flur, vorhin die Bretter wegmachen und dann Putz an die Wand. Und ich würde mal sagen, wir machen das einfach mal los damit. Viel Spaß und bis gleich. So. Ist natürlich ein bisschen blöde, weil ihr könnt mich nicht sehen, weil die Kamera ist ziemlich nah da. Ich weiß aber nicht, wie ich das besser hinkriegen soll. Jedenfalls, jetzt mischen wir unseren Putz an. Wie gesagt, ich habe hier Sand, ich habe hier Kalk. Und das wird echter Kalkputz, also wenn man so Kalkputz kauft, jetzt gucke ich mal so ein bisschen in die Kamera rein, Kalkputz kauft, dann ist es ja oft mit Zement mit drin. Deswegen mische ich mir das selber und dann ist da kein Zement mit drin, dann ist das auch wunderschön wasseraufnahme- und wiederabgabefähig. Und dann schaffen wir den Krempel hier auf. Kalk und das Zeug ist gleich wahnsinnig staubig. Staubt gleich die Kamera ein. Und dann machen wir so einen Sack Sand hier auf. Und dann weiß ich das selber noch nicht so genau, wie wir das anstellen, dass ich das abmesse. Macht so ungefähr 3:1, würde ich sagen, mit Kalk und Sand. Aber ich kann es leicht abmessen, wie viel Sand das hier ist. Ich hätte den ganzen Kübel reingekippt, aber ich kann natürlich auch versuchen, den hier mal reinzuschaufeln. Und einfach mal gucken. Eine Schaufel, zwei Schaufeln, na, ich glaube, das geht so nicht, das geht so viel daneben. Ich muss einfach das Ganze aufmachen hier. Und dann schmeißen wir den ganzen Kübel rein.
So, ja, sorry, wenn jetzt alles ein bisschen verstaubt ist von der Linse. Kann gut sein, dass jetzt überall hier ein bisschen Staub drauf ist, aber ich mag jetzt auch nicht drauf rumwischen. Ich bin auch verstaubt, aber das ist jetzt wohl der Zeitpunkt, wo man sich die Frage stellt, warum, ne? Warum? Der Flur hier oben war der einzige Raum, wo die Wände schön waren, wo hier so eine Holzvertäfelung war. Sehr schön gemacht, jede Kante schön gemacht und was mache ich? Ich reiß das alles weg und ja, hier, das kann man hier schon die Wand über verputzen vor. Hier kam jetzt eine alte Wand vor. Das Schöne ist, hier kann man tatsächlich ein bisschen die alte Farbe sehen. Ne? So war das mal gestrichen. Und ihr könnt das sehen, das ist im Grunde so eine grüne Basis an, so eine grüne Basisanstrich. Und dann haben die so eine Musterwalzen haben die so gehabt oder Musterschwämme, womit die dann hier das Blaue, das Hellblaue drauf gemacht haben. Hier, das ist auch eine Musterwalze, die so entlang gelaufen ist, womit die hier quasi die Kante gemacht haben. Und hier unter der Kante war hier dunkleres Blau und diese Muster sind mit einem anderen Dunkelblau drauf gemalt worden. Also mit ja, ziemlich einfachen Methoden haben die damals mit verschiedenen Musterwalzen eben so die Wände lackiert. Und dann kann man natürlich sehen, da ist noch ein tieferes Blau, was hier drunter vorkommt, als vorherige Schicht. Und scheinen aber, wenn ich jetzt hier so gucke, die drei einzigen Schichten zu sein. Das da hier, das tiefere Blau und hier drunter kommt so ein bisschen Gelb raus. Ne? Da kann man sehen, was dann quasi die originale Farbe auf dem Putz zu sein scheint. Da kommt nichts mehr drunter. Also nur drei Schichten Farbe hier oben, was natürlich auch ziemlich selten ist bei so einem alten Haus. Meistens sind da mehr Schichten. Aber interessant jedenfalls. Ich meine, erhalten kann man das natürlich nicht, weil ihr seht, das ist schon überall kaputt. Und nachmachen kann man das auch nicht mehr wirklich. Und leider hat hier auch das Zementmonster schon überall gewütet. Das ist mit ziemlicher Sicherheit Zementputz. Und man merkt das auch, ne, der ist feucht. Wenn man da hier dran packt, das ist nicht so feucht, das ist feucht. Weil das einfach die Feuchtigkeit aufsaugt und nicht wieder abgibt. Da ist natürlich dann die große Frage, ob ich hier den Zementputz irgendwann mal wegklopfe oder ob ich das einfach lasse. Ich denke mal, hier im Eck lasse ich das, da putze ich jetzt einfach mal Kalkputz dagegen. Aber hier oben könnte höher sein, dass ich da mal den Zementputz wegmache und dann, wenn ich diese Wand hier neu verputze bzw. repariere, dass das dann alles wieder original Lehmputz wird, wie es da eigentlich drunter ist. Und hier könnt ihr sehen, das dachte ich erst, ist eine Stromleitung, ist aber sehr verwurmt, ist keine Stromleitung, ist tatsächlich ein Teil von dieser, ne, diesen Stäben, die hier so runtergegangen sind, da sind ganz viele Stäbe hier so nebeneinander, wo quasi dann der Lehmputz dran geklatscht wurde. Und kann man gerade hier so ein paar Bröckelchen rausmachen, das ist definitiv Lehm. Ne, könnte Kalk sein, dachte ich erst, aber es ist definitiv Lehm. Und ja, hier sieht man dann so einen Fachwerkbalken, ist auch ein bisschen verwurmt, aber halb so wild. Das hält noch lange. Ne? Und leider ist hier der Türrahmen, innen ist noch das Originale dran, aber hier außen haben sie quasi den die Deckplatte hier weggemacht und haben dann da die Brettchen direkt drauf gemacht. Ist natürlich ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass da noch ein bisschen Türrahmen vorkommt. Also werde ich hier wohl ein neues Deckbrett hier da machen, was hier dran kommt. Eine Zarge oder wie auch immer man das nennt. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Schreiner. Jedenfalls, ja, das werde ich wohl neu machen müssen. Aber im Großen und Ganzen, ja, werden wir hier wohl das Zementmonster ein bisschen beseitigen und die Wand da wieder reparieren. Aber jetzt ist erstmal die Wand wichtig, weil da kommt der Sicherungskasten hin. Das kommt später dran. So, jetzt wird's spannend. Ich habe noch nie so eine große flache Wand verputzt, immer nur so kleine Ecken ausgebessert und solche Sachen. Deswegen so eine große flache Wand am Stück. Wobei doch einmal bei uns in der Küche drüben, da habe ich glaube ich mal so ein Stück hoch verputzt. Aber bisher habe ich das noch nicht so gemacht und deswegen wird's sehr spannend. Ich werde es auch hier nicht mehr original sind, der oft auf den Häusern so richtig 4-5 cm Putz drauf mache ich hier nicht. Also das wird einfach nur eine Deckschicht auf die Steine. Die sind ja schon gerade und gerade so dick, dass es eben schön deckt. Mach auch keine zwei Schichten, dann nicht erst eine Unterputzschicht und eine Deckschicht, oder kommt es direkt als Deckschicht drauf. Ich denke mal, das hält schon. Aber ich würde mal sagen, wir legen los, machen ein bisschen Zeit drauf. Und ja, ich hoffe mal, dass mein Putz von der Konsistenz her gut ist. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wo schaut das jetzt aus? Ist vielleicht noch ein bisschen flüssig, ich probiere mal aus. Ja, erstmal diese Steine sind extrem saugfähig, das saugt wirklich gleich das Wasser weg und dann hält dieser Putz nicht so gut daran, wie er denn halten könnte. Es ist nämlich normalerweise so, dass man eigentlich von unten nach oben putzt. Ne? Also wenn man jetzt hier quasi hier unten anfängt, dann macht man hier so ein bisschen eine Kante hin und dann fängt man normal von oben nach unten an. Das heißt, man macht hier Putz drauf und schmiert quasi hier gegen diese Kante. Ne?
Weil dann habe ich hier so eine Kante im Putz, die so rauskommt, und ich schmier da quasi hier so dagegen, immer von oben nach unten dagegen. So kann ich quasi eine schön gerade Fläche aufbauen. Das Problem ist, wenn ich hier so von unten nach oben schmiere, das geht besser, wenn der Putz leichter wegfällt von der Wand. Dann kann man das viel einfacher machen. Muss ich jetzt immer auslaufen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen einen Putz hier drauf tue und den hier ansetze, dann kann ich nicht einfach irgendwann die Kelle wegziehen, weil sonst geht er wieder weg. Ne? Ihr seht das hoffentlich. Sondern ich muss den hier auslaufen lassen. Das heißt, der wird dann hier immer dünner nach oben. Und dann muss ich quasi den nächsten Putz hier, wie die hier so ansetzen, wie die hier so dünn auslaufen lassen. Und wenn wir das quasi jetzt hier immer so weitermachen, dann seht ihr, haben wir jetzt hier lauter Stufen drin. Und dann muss ich später durchgehen, muss diese Stufen rausnehmen und dann haben wir wieder eine Kante. Das heißt, auf die Art und Weise eine schöne flache Wand zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Und dann, wie gesagt, von oben nach unten wäre es eigentlich viel einfacher. Aber das lässt sich jetzt hier nicht machen. Dann wenn wir jetzt hier mal davon ausgehen, dass wir so eine Kante hier mal hinmachen. So. Dann ist jetzt keine schöne Kante, aber okay. Und dann schnappen wir uns hier so einen Putz. Und dann würde ich mal sagen, okay, ich komme hier von oben und schmier das quasi hier so dagegen. Seht ihr, wie das hier unten wieder mitnimmt, damit das hier nicht quasi nicht an der Wand bleibt? Und jetzt weiß ich nicht, ob das an der Wand liegt oder ob das an meinem Putz liegt, ob der einfach nicht fest genug ist oder klebrig genug. Weil ich so sehr klebrig oder nicht zu klebrig, weil ich müsste so ein bisschen mehr sandig sein, ich weiß es nicht. Aber ich werde mich jetzt einfach mal so von unten nach oben durchschaffen und mal gucken, ob wir die Wand trotzdem irgendwie flach kriegen. So, na, es gibt da so eine Regel, die besagt, bis man fertig ist, hat man rausgefunden, wie es geht, bei so einem DIY-Selbermachprojekten. Ich habe jetzt mal wesentlich mehr Sand hier reingepackt, ich habe den fertigen Putz genommen, habe nochmal fast so viel Sand reingenommen, wie es hier vom Putz ist. Das heißt, es ist eine wesentlich sandigere Mischung, die ist ein bisschen fester. Probieren wir, ob man damit jetzt von oben nach unten putzen kann. Naja, so probiere ich mich halt aus an der Wand und dann werden wir schon sehen, das Problem ist halt na, immer mal wieder am unterschiedlichen Kalk, unterschiedlichen Sand und dann muss man wieder von ganz vorne anfangen. Through the noise, I'm floating through outer space.
So, Zwischenstand. Und wenn man dann anfängt mit dem Scheiben, dann merkt man erstmal, wie uneben eigentlich die ganze Wand ist. Ihr könnt das vielleicht ein bisschen sehen, wenn ihr so ein bisschen in den Schatten guckt. Also die ist schon ziemlich, ich bin halt, habe ich am Anfang gesagt, ne, das ist meine erste große flache Wand, wo ich nicht einfach nur was ausbessern muss und eine ganze Wand machen von da. Aber ich werde es noch ein bisschen weiter scheiben und gucken, ob ich es noch ein bisschen schöner hinkriege. Und dann schauen wir mal. Dann tatsächlich, und ich werde mich jetzt mal ganz kurz hinter die Wand stellen und mal versuchen. Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt. Das ist wieder auf dem Handy. Die Speicherkarte ist mir voll gelaufen. Und deswegen gibt es jetzt hier quasi Handy-Video. Das ist jetzt die Wand im fertigen Zustand. Ich fokussiere noch mal ein bisschen drauf. Da ist es natürlich jetzt ziemlich duster, deswegen könnt ihr vermutlich nicht allzu viel entdecken. So schaut das Ganze aus. Ich habe mit dem Wasser, wo ich es jetzt zum Schluss nochmal befeuchtet habe, ein bisschen Kalk beigemischt. In Hoffnung, dass die Wand schon mal ein bisschen weißer wird. Deswegen sieht man jetzt hier so diese Spuren hier. Ansonsten habe ich die Wand ziemlich gut gescheibt, aber ja, man sieht trotzdem, dass es uneben ist. Wenn man jetzt hier so von der Seite drauf schaut, dann kann man doch die Schatten sehr deutlich erkennen, da das hier so ein bisschen Spuren drin hat und Unebenheiten. Und wenn man jetzt hier so runterschaut, dadurch, dass es hier so ein bisschen diese Kalkspuren sind, ist es nicht mehr ganz so deutlich sichtbar, aber... Ja, und das ist ein bisschen unterschiedlich schnell trocknet, dass es so fleckig ist. Aber wenn man jetzt hier so ein bisschen so an der Seite ranschaut, dann ist sie größtenteils sehr eben. Aber es gibt so einzelne Stellen, wo es halt nicht so schön ist. Aber wie gesagt, hier die ist leider ein bisschen uneben. Generell hier oben entlang, der obere Bereich ist nicht so eben, weil ich da einfach nicht so gut hingekommen bin. Und das Problem ist auch, dass hier diese Backsteine hier hervorgestanden sind. Hier unten, da seht ihr, da kommt ein bisschen Backstein sogar wieder durch. Und ne, da hätte ich jetzt hier viel dicker Putz auftragen müssen, dass ich das ausgleichen hätte können. Deswegen geht das alles hier oben so ein bisschen rein. Und gut, das ist hier ist auch überall ein bisschen nicht ganz so schön, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen kann sich doch sehen lassen. Und es ist wieder eine ganze Wand. Und wie gesagt, jetzt müssen wir noch ein bisschen trocknen, dann können wir da den Zierungskasten dran machen. Das ist zumindest der Plan. Nochmal so ein Blick im Gesamten von oben nach unten gesagt. Das ist eigentlich die schlimmste Stelle hier, so dieses Eck da. Der Rest ist eigentlich wirklich, kann sich eigentlich ganz sehen lassen. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Da gucken wir immer hier direkt drauf, wenn man hochkommt, aber ich habe hier ewig hin und her geschmiert und habe es einfach nicht mehr besser hingekriegt. Da hätte ich wahrscheinlich hier nochmal ganz groß flächig drauf tun müssen. Und dann hätte ich aber wahrscheinlich hier so eine Kante gehabt und da ab einem gewissen Grad ist es dann einfach so, dass man ewig dran rummacht und es nicht mehr wirklich besser wird. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist ein altes Haus, ist eine alte Wand, das darf ruhig so sein. Wenn dann habe ich Farbe drauf, ist, fällt es nicht mehr so extrem auf. Vor allem, wenn dann hier irgendwie oben an der Decke hier quasi ein Licht ist, dann scheint das Licht ja da quasi direkt drauf, dann hat man keine Schatten und dann fällt das auch nicht auf. Und bei Tageslicht fällt das sowieso nicht auf, ne? Das fällt immer nur bei Schatten auf. So, jetzt versuche ich das Ganze nochmal, indem ich die Kamera hier rumdrehe. Ich weiß echt nicht, ob ihr mich so sehen könnt, ich habe keine Ahnung. Ich würde jedenfalls sagen, das ist quasi das Ende für heute und das Ende für dieses Video. Wir haben die Wand geschafft, sonst nicht sonderlich viel. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.